Ja, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Eine neue Aufnahme beginnt und ich hoffe, ihr hattet schöne Tage, eine schöne Woche, denn für mich, wenn ich jetzt gerade aufnehme, ist Freitag, da diese Folge dann am Samstag erscheint, sage ich einfach mal, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche gehabt. Ja, was haben wir heute vor, meine Freunde? Was? Huch! Was ist hier denn los? Sieht ja alles ganz anders aus auf einmal. Ja, was ist hier denn passiert? Ja, gehen wir mal raus und gucken? Hallo? Ach, wie schön. Ja, ihr habt es vielleicht sicherlich gerade schon gesehen. Ich habe... Das ist ja total... Na, wir gehen mal ein bisschen weiter hier, mal ein bisschen weiter in die Landestreifen hier und vor allem die Musik ein bisschen leiser drehen. Sonst kriege ich einen Ohrkoller. So, ja, ihr seht es vielleicht. Ich habe so ein bisschen mal rumgeguckt und rumprobiert und habe, wo war unser Treppchen? Dort war unser Treppchen. Ein neues Texture-Pack installiert und wie ihr bereits seht, hier... Okay, es sieht jetzt natürlich nicht ganz so HD-mäßig aus, aber es ist ein HD-Texturen-Paket. Jawohl, ja. Und zwar, das Ding heißt... Kleinen Moment, ich habe es mir hier extra üff geschrieben. So, das Ding heißt LB Realism. Das ist die 64-Mal-Version. Ich hätte gerne eine höhere genommen, aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Da hat die Aufnahme dann wieder rumgestuckelt und rumgeruckelt. Und da dachte ich mir, bevor wir dann John Smith weiterhin benutzen... Was natürlich auch sehr schön war, habe ich mir gedacht, ich installiere mal dieses LB Realism Package. Das bekommt ihr im Minecraft Forum. Ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe keine Ahnung gerade, wie der Ersteller heißt, aber er wird es mir sicherlich verzeihen. Ja, was ist passiert in dieser Zeit, in dieser einen Woche, die so lang erschienen ist? Es ist einiges passiert. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, ich habe mir ein paar Sachen so geändert. Ich habe zum Beispiel neue Lieder in die Playlist geführt. Geführt? Nee, eingefügt, natürlich. Eingefügt habe ich sie nicht eingeführt. Da hört ihr gerade im Hintergrund zum Beispiel schon, da kann ich ja mal ganz kurz schauen hier. Das ist jetzt Sacred 2 Fallen Angel Soundtrack, Track 17, Island Day. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der jetzt... Ist der jetzt neu dazugekommen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den dort hineingefügt. Und da sind noch so ein paar andere Songs dabei. Pearl Harbor, das hat mir ja ein User vorgeschlagen gehabt, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Es tut mir leid, es tut mir leid. Pearl Harbor, da wurde ich ja gefragt, ob ich den auch den Main-Theme einfügen kann. Das habe ich auch vorgehabt. Allerdings hatte ich das bei einer Testaufnahme probiert, habe das auf YouTube hochgeladen und dann wurde mir das Video gesperrt von der guten GEMA. Ja, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Jo, und jetzt, was tun wir heute? Wir haben ja ein bisschen Arbeit noch, ne? Das habt ihr ja sicherlich gesehen, und zwar hier... nee, hier will ich nicht runter. That good heard the beat. So, wir haben jetzt so ein bisschen was auf der Tagesliste. Zum Beispiel diese Bäume hier, das sind ja die Bäume aus dem Sumpfgebiet da hinten. Da würde ich gerne gucken, ob wir uns vielleicht auf eine kleine Reise begeben, um normale Bäume, in Anführungszeichen, besorgen zu können. Das fände ich ja super. Denn wir haben noch so ein bisschen was vor. Ich habe mir da schon so ein paar Sachen zurechtgelegt. Ich will zum Beispiel den Bogen hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Damit kann ich ja gleich mal anfangen, wenn wir doch eh schon dabei sind. Komme ich da hin? Jawohl, ich komme da hin. Dann kann man den ja mal so ein bisschen hier, ich sag mal, noch ein bisschen verschönern, dass das nicht einfach so aussieht, als ob der da so abgeschnitten wäre. Ich hoffe, das kriege ich hin. Dann kann zum Beispiel das Ding hier noch weg und das Ding. Und dann können die zwei eigentlich auch weg. Ne, sind wir mal nicht so... Mann, nicht so eitel hier. Was ist hier passiert? Ach ja, da haben wir die Kohle das letzte Mal rausgeröppelt. Den Teil tun wir auch mal noch so ein bisschen weg. Und da hinten am Dach wartet ja auch noch Arbeit an uns. Auf uns, nicht an uns. Und ich habe mir auch schon so ein paar Dinge überlegt jetzt in der Zeit, wo Aufnahmestopp war. Da habe ich ja... Cobblestone. Nicht nur besagtes Let's Try aufgenommen und neue Diablo-Folgen, die mittlerweile schon in den Startlöchern stehen, sondern ich habe mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht über die Welche, die wir jetzt hier haben. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht nicht gescheiter wäre, oder ob es nicht gescheit wäre, bevor wir uns jetzt da hinten die Schlucht runterbuddeln. Ob es nicht gescheiter wäre, wenn wir hier unser Kellerräumchen, was wir ja hier schon so ganz famos angefangen haben, dazu nutzen, um vielleicht, naja, nicht unbedingt eine U-Bahn, aber vielleicht doch eine U-Bahn.
Auf jeden Fall hat so eine Art Gang, denn es ist ja immer noch Minecraft und ich glaube, da ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir uns da vielleicht einfach so eine U-Bahn bauen, die hier so lang führt und dann da hinten unten in diese Mega-Höhle reinführt. Ich habe auch schon ein bisschen mit Redstone rumgetüftelt die Tage über und habe geguckt, wie das so mit Redstone ist, dass man da vielleicht dann so eine Art epische Rollen, da kommt man nicht hin, Rollenspieltür, so ein Türchen, was dann so aufgeht, bauen können. Aber das habe ich voll nicht hingekriegt. Also ich weiß nicht, ich werde mit Redstone irgendwie nicht warm. Ich weiß auch nicht warum. Oder woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich für Redstone anscheinend einfach nur zu blöd. Daran könnte das liegen. So, dann habe ich die Empfehlung bekommen. Ich komme ja hier aus dem Schwätzen gar nicht mehr raus, das ist ja unfassbar. Den Gravelweg noch ein bisschen breiter zu machen. Dieser Empfehlung möchte ich natürlich nachkommen. Ist doch ganz klar, dass ich dieser Empfehlung nachkommen möchte. So, die Kohle da oben holen wir bei Gezeiten auch noch aus dem Berg. Aus dem Berg. Ach, unser Bäumchen ist gewachsen. Guck mal hier. Ach, wie schön. Ja, wunderbar. Haben wir eine schöne Aussicht gemacht und klatschen die uns jetzt mit Bäumen zu. Ist ja auch klasse, oder? Aber bevor wir jetzt irgendwas anderes tun, reißen wir mal hier diese Holzdinger weg. Denn das muss alles nochmal einen nach unten. So. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Und ich habe auch schon geguckt so ein bisschen. Ich habe mir das auch schon so ein bisschen überlegt. Also, bevor wir da hinten in diesen Megaschlitz reingehen. Also, ich glaube, das wird schwierig umzusetzen, bevor wir da reingehen. Hauen wir uns lieber mal die Spitzhacke kaputt. Nee. Bevor wir da reingehen, möchte ich ganz gerne vielleicht wenigstens mal eine Bibliothek oder sowas gebaut haben. Was mache ich denn da schon wieder? Wenigstens mal eine Bibliothek oder sowas gebaut haben, dass wir uns vielleicht ein enchantetes Schwert gecraftet haben. Also ich weiß noch nicht, ob ich das so machen werde. Auf jeden Fall möchte ich sowieso uns, dass wir uns eine Bibliothek dann bauen, damit wir auch so eine Art Enchanting Table dann eben verbauen können sozusagen. Das wäre schon ganz nett. Das wiederum nicht so. So, nur aber erstmal hier den Balkon wieder dran klatschen. Reicht, das sieht irgendwie blöd aus, ne? Das muss hier noch einen raus. Und hier drüben muss das auch noch einen raus. So. Und da kommen da die Stöpsel wieder hin. Wo haben wir sie? Die Zäunchen. So. So und so. Nein, 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 das war falsch. Weg mit dir. Weg mit dir, du Stück Papier. Müssen wir mal gucken, sieht das was aus, wenn wir das jetzt... War das jetzt hier? Ne, das war hier, ne? So ist es. Jetzt muss ich mal gucken, sieht das... Ja, das sieht okay aus. Das kann man so lassen. Das kann man als kleine Veranda oder als kleinen Balkon durchgehen lassen. Jetzt muss ich hier oben nochmal kurz gucken. Nein, 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 nein. Ach ja, man kann ja... man kann ja seit der 1.1 nicht mehr auf Leitern stehen. Und deshalb müssen wir uns jetzt... ach, wir haben ja hier noch. Naja. Müssen wir uns jetzt hier ein paar Stickies machen und uns zusätzliche Leitern basteln, damit wir da halt hochkommen. Das wurde ja aber mittlerweile in dem Snapshot... Wieso mache ich jetzt noch eine Leiter? Total sinnlos. Das wurde ja mit dem neuesten Snapshot mittlerweile widerrufen sozusagen. Also man kann mit dem neuen Snapshot wieder auf Leitern stehen und man kann auch diese Vines hochklettern. Also diese... Ja, ich nenne sie mal Lianen. Ich weiß nicht, ob sie Lianen heißen oder so. Ich habe da keinen Plan. Und irgendwie... Ja, irgendwie sieht das Ding sinnlos aus, ne? Weiß ich nicht. Au! Wobei, es sieht nicht sinnlos aus, aber... Also als Balkon geht's jetzt irgendwie auch nicht durch, ne? Pass mal auf. Wir gehen da jetzt nochmal hoch. Und gucken nochmal. Nee, also als Balkon geht das auf keinen Fall durch. Halt höchstens als kleines Vordach vor unserer Tür. Beziehungsweise über unserer Tür. Aber ich will da, glaube ich, auch gar keinen Balkon machen, ne? Weil das irgendwie schon so ein Stück weit sinnlos wäre einfach. Ja, gut, dann lassen wir das einfach mal weg. Und ich muss sagen, zu dem Texture Pack, das gefällt mir recht gut. Es erinnert mich so ein bisschen an das Misa Texture Pack. Ne, also von den Symbolen her und so. Ich weiß nicht, ob Misa da mit seinen Finger im Spiel hatte. Entschuldigung, Kuh, ich muss dich umbringen, weil ich brauche Fleisch. Ich weiß nicht, ob der gute Misa da seine Finger mit im Spiel hatte. Ich kann euch das gar nicht sagen. Auf jeden Fall erinnert das Texture Pack mich sehr, sehr stark an Misas. Und ich sollte weniger quatschen. Und einfach mal spielen.
Denn ist es nicht das, was wir alle wollen? Spielen, Spaß haben, mit virtuellen Charakteren leiden, uns mit ihnen freuen, Spaß haben in der bunten Welt der Videospiele. Ach ja, die bunte Welt der Videospiele. So, wenn das Fleisch gleich gebraten ist, ich habe heute wieder einen Mundkasper da irgendwie, das ist ja unfassbar. Unglaublich. So, wir gucken uns jetzt mal den schönen Sonnenuntergang da hinten an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Paket hier Custom Colors hat. Also, ob sich das hier auch gleich alles rot färbt, ich weiß es gar nicht. Ah, der Sonnenuntergang sieht doch geil aus, oder? Wenn man hier jetzt so guckt, unser schönes... Unseren schönen Torbogen, also nicht Torbogen, aber Bergbogen, huch. Der noch nicht wirklich bogenmäßig aussieht, aber... Ach, sieht das schön aus. Wir können auch natürlich hier mal in unser Häuschen gehen, können aus dem Fenster rausgucken. Ja. Klappt ja wunderbar. Und die Sonne neigt sich dem Weltende. Und für uns heißt es, gute Nacht, Minecraft-Welt. Good morning! So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich... Jo, hab ich, gut. Ja, habt ihr gerade wahrscheinlich auch gesehen. Wahrscheinlich schon vorher, bevor ich euch das jetzt erkläre. Wir spielen jetzt doch auf Deutsch. Du hast doch gesagt, wir spielen nicht auf Deutsch, weil das dir nicht Minecraft genug ist. Ja. Weiß ich. Creeper? Nein. Gut. Jo, habe ich mitbekommen. Weiß ich auch nicht. Also ich finde es aber irgendwie doch nicht schlecht so auf Deutsch. Keine Ahnung warum. Ich mache mir nochmal ganz schnell hier eine Axt. Leider nicht aus Eisen. Da haben wir nicht genug Eisen für. Aber wir haben Pflasterstein. Davon mehr als genug. Dann klabüstern wir uns hier noch ein schönes Äxtchen zurecht. Sogar zwei, weil wir so gut drauf sind heute. So gut gelaunt in eine neue Aufnahme starten. Das ist doch wunderbar. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, denn wir sind auf der Suche nach richtigem Holz. Und einer toten Kuh. Hey, Mumu. So, natürlich schlachte ich die Kühe auch. Weil wir das Leder ganz gut gebrauchen können. Ganz einfach aus dem Grund, wenn wir dann doch mal in diese riesige Mega-Höhle gehen, zumindest um sie uns ein bisschen anzugucken, dann wäre es ja schon sinnvoll, wenn wir uns wenigstens Lederklamotten basteln können. Deshalb, es tut mir wirklich sehr leid, aber ihr müsst dran glauben. Ja klar, jetzt wenn man Fleisch will, dann droppen sie irgendwie Leder bis zum geht nicht mehr. Und wenn man Leder braucht, dann droppen sie kein Leder. So, wir haben jetzt 7 Leder, naja. Ist jetzt nicht die Welt, aber das ist ja alles Sumpfgebiet hier. Was haben wir denn hier? Sumpfgebiet. Was ist das denn? Das finde ich aber nicht schön. All I want is some trees. Some normal trees. Und es gibt jetzt diese neuen Dschungelgebiete. Die werden wir leider nicht in der vollen Pracht erleben können. Weil man dafür eine neue Karte braucht. So, und ich glaube, das ist das gleiche Holz, wie wir auch die ganze Zeit hatten, ne? Mit diesen, ja, mit diesen Wines einfach. Die will ich aber nicht. Ach, ja. Oh, was ist hier denn? Heiliger Bimbam. Hallo? Hallo? Da scheint es ziemlich tief reinzugehen. Pass mal auf. Etwas, was man nie tun sollte. Aber aus Neugier halt doch immer wieder tut. Ich hoffe, da schießt mich jetzt keiner runter. Oder ich fall wieder runter, so wie bei der Grube. Das wäre jetzt das Highlight. Gleich mal zur Aufnahme beginnt sterben. Das wäre doch was, oder? Wisst ihr, was auch noch ganz interessant ist? Die Musik weitermachen, denn das Lied nervt. So, komme ich da... Nee, anscheinend nicht. Okay. Hallo? Ich will ja nur mal gucken. Na komm. Komm! Tatan, 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 tatan,